Hallo und willkommen zurück zu Sims 3. Kenzie hat sich am Strand einen Drink gemacht und ich glaube, er ist alkoholfrei. Saft trinken, ja, es war ein Saft. Die ist gerade auf diesem Grillfest der Nachbarschaft und hat auch Hotdogs gemacht. Qualität normal. Hat sie Hunger? Nö. Sonst hätte sie die essen können. Dann darf sie irgendwer anderes essen. Oder können wir die mitnehmen? Muss ich doch jetzt mal. Hätte ja sein können. Und dann habe ich beim letzten Mal ja gesagt, wir gehen ins Schwimmbad. Und dann machen wir das doch auch. Wir können uns Stadtansicht. Hallo? Bitte jetzt nicht aufhängen. Danke. Hoch sind da sogar zwei Ak Sachen hier. Grillfest und nochmal Grillfest. Okay. Es gibt zwei Schwimmbäder. Le Petit Hai und Himmelblau. Ich glaube, ich möchte zu dem Hai. Du bist gegangen, obwohl das Grillfest noch im vollen Gange war. Wie möchtest du denn bitte schön teilnehmen, wenn du noch nicht mal anwesend bist? Ja, ich habe mich gerade halt umentschieden, nicht teilzunehmen. So, ich muss gerade mal überlegen. Pause. Der Jay Alvi war nicht da beim letzten Mal. Ob er jetzt in der Zwischenzeit vielleicht Lust und Zeit hat, hierher zu kommen. Ich probiere es aus. Mal gucken. Nein, das interessiert mich gerade nicht. Dann eben nicht. Dann amüsieren wir uns alleine im Schwimmbad. Auch wenn sie gerade an Zähneputzen denkt. Hierhin schwimmen. Mal gucken. Da gibt's den Typen. Zwei sehen sich irgendwie ähnlich, die haben dieselbe Frisur. Nass spritzen. Wir sind ja nicht so gerade die nettesten, netteste. Nicht Plural. Ist nur eine Person. Kenzie ist eine. Sie ist ja ein Trampeltier. Nö. Können wir fremde Leute nass spritzen? Den auch noch. Haha. Volle Begeisterung. Ja, irgendwie die Sonne ist irgendwie schon so am Untergehen. Das heißt 17 Uhr. 18 Uhr. Was will die denn von uns? Oh, ich glaube, sie revanchiert sich. Ja, Glue. Vielleicht können wir auch mal einen Atem-Anhalten-Wettbewerb machen. Ich empfehle das nicht zum Nachmachen, im öffentlichen Schwimmbad einfach Leute nass zu spritzen. So, wer gewinnt? Wer hat den längeren Atem? Oh. Kennen Sie nicht. Wieso hat sie keinen Harndrang mehr? Sie hat auch nicht bitte jetzt in den Pool gemacht. Oh nein. Jetzt mal echt. Sie hatte eben noch Harndrang. Viel mehr. Oh je. Ja. Ein Trampeltier. Pinkelt in den Pool. Super. Sind hier eigentlich irgendwelche Teenager unterwegs? Außer ihr männliche Teenager vielleicht? Was ist mit euch beiden? Wenn der Jay uns nicht will. Benutzen? Was? Nein. Wir
benutzen dich. Du. Wer auch immer du bist. Ich kann nur leider nie Teenager von Erwachsenen hier unterscheiden. Das ist. Mal gucken, ob er. Ob wir gegen ihn gewinnen können. Männer haben bestimmt auch noch einen längeren Atem als Frauen. Kunze fährt. Ja, wir haben gewonnen. Können wir uns eigentlich auch unterhalten? Nee. Ich würde mich nämlich ganz gerne wissen, wer der ist. Dann gehen wir mal wieder raus. Vielleicht folgt uns ja jemand. Ich würde nämlich gerne noch ein paar Leute kennenlernen. Damit wir noch so ein paar Teenager-Sachen machen können, dass Kenzie sich mal verabreden kann oder so. Wenn der Alvi, nie heißt der? Ja doch, Jay, Alvi, wie auch immer, nicht möchte. Entspannen. So, in der Zeit, wo sich Kenzie entspannt, gucken wir mal nach der Amalia. Sie hat Hunger. Ich glaube, die sitzt schon den ganzen Tag am Computer und arbeitet. Da sollte sie aber das Essen nicht vergessen. Sie möchte eine Gehaltserhöhung bekommen, da haben wir vielleicht am nächsten Tag Chancen für. Und auch jemanden kennenlernen. Also das mit dem Kennenlernen können wir mit der Kenzie hoffentlich noch hinkriegen. Da läuft gerade jemand weg. Egal. Ich warte auf den einen Typ da, dass der mal rauskommt. Ich will kennenlernen. Freundlich begrüßen. Rob! Ogaluga! Oh, super. Ich habe mir den mit dem karierten Hemd ausgesucht. Naja, was geht sogar. Gibt schlimmere Sims hier. Styles. Heißt der Styles? Interessanter Name. Ja, falsche Taste. Halt zurück. Ich muss verhindern, dass Kenzie irgendwelche trampeltiermäßigen Dinge tut. Oh, sie unterhalten sich aber ganz gut. Lustig. Lustige Geschichte erzählen. Freundlich. Kennenlernen. Plaudern. Sushi. Charlie Gurfte No. Ja, das reicht erstmal. Also der mag uns auf jeden Fall viel mehr als Jay. Man muss sich halt mehrere warm halten, damit es funktioniert. Das sind die Tipps fürs Leben hier, die ihr da lernt. Oh Mann, eure Eltern werden mich schlagen, wenn sie das wüssten. Oh Gott. Amalia. Energie am Ende. Wir haben erst 10 Uhr. Was macht sie denn schön? Ist immer noch Arbeit. Nein, mit jemandem chatten. Hat sie sich das als Arbeiten getarnt? Kenzie darf nur noch eine Stunde draußen bleiben. Okay, dann schicken wir sie mal nach Hause. Gibt es eigentlich irgendwas noch im Haushalt zu tun? Können rumbasteln. Ich dachte eher so an Säubern. Sieht doch alles ganz gut aus. Müll? Ist auch keiner da? Was war das jetzt gerade? Keine Ahnung. Ich glaube, sie hat auch jemanden kennengelernt über den Chat. Ich glaube, die Bessie hat sie kennengelernt. So, Kenzie, wo bist du denn? Du sollst nach Hause. Ausgangssperre. Du darfst auch erst auf Toilette. Was macht... Herrenklo ist vielleicht nicht die... gute Idee. Kenzie? Ah, je, nee.
Ihr dürft euch später am nächsten Tag wieder unterhalten. Jetzt erstmal hier. Aha. Leider ist er erwachsen. Das heißt, eine Beziehung könnten wir mit dem nicht anfangen. Also doch keine Konkurrenz für den Jay. Hat er ja nochmal Glück gehabt. Und in die Pedale treten. Schon sind wir zu Hause. Garten pflegen, das kann sie mal machen. Da die Amalia Natur nicht mag, muss Kenzie das machen. Ich finde, die Sims haben so eine sexy Gießen-Bewegung drauf. Sehr schön macht sie das. Und sie summt dabei. Unser angehender Rockstar. Ach, apropos. Also erstmal essen und dann vielleicht noch ein bisschen Gitarre üben. Keine gute Idee. Sie beschwert sich. So, Waffeln sind auch ihr Lieblingsessen, das heißt, sie sollte sich doch eigentlich darüber freuen. Aufräumen. Na gut, Gitarre üben verschieben wir auf den nächsten Morgen. Oder nach der Schule. Reicht noch. Zähne putzen und ins Bett. Wieder ein Arbeitstag und eine ganze Woche liegt vor uns mit Hausarbeit, Hausaufgaben und ich hoffe einer Gehaltserhöhung. Die Gefahrgemeinschaft fährt in einer Stunde. Einmal duschen. Ich habe jetzt keine Lust mehr auf Waffeln, ich will was anderes. Müsli. Wir haben noch 5 Simoleons. Wow. Wir sind reich. Arme Kirchenmäuse. Das heißt, sobald werden wir hier nicht ausziehen können. Möchtest Computer spielen. Na gut, wann kommt denn der Schulbus in einer Stunde? Dann lasse ich das mal gerade noch so durchgehen. Wie verrückt schuften. Das lasse ich, glaube ich, eingestellt so. Was sie da spielt, ein Rennspiel. Ich tippe dann mal auf Need for Speed. Jetzt kommt der Schulbus. Sollen wir ungewaschen in die Schule gehen? Ach ja, warum nicht? Los. Hausaufgaben sind gemacht, wir haben sogar das Schulbuch gelesen. Man höre und staune.
Hey, was denn? Der schmeißt unsere Rechnung einfach in den Dreck. Sollten wir ihm mal ein Trinkgeld geben? Du darfst heute rumgammeln. Schon genug Arbeit geleistet. Schulbuch gelesen, das reicht. Jetzt darf sie gammeln. Hypnoflixor! Hypnoflixor! Hadaluda! Da freut sich aber jemand, in die Schule gehen zu dürfen. Du hast das Buch gelesen und eine Menge darüber gelernt, wie man Brillanz erreicht. Deine Schulleistung ist ebenfalls angestiegen. Adieu Papier, wir leben in einer digitalisierten Welt, in der jeder einzelne Baum geschätzt wird. Und papierlos ist nicht nur eine löbliche Lebenseinstellung, sondern auch das Buch, das du für deinen Chef lesen sollst. Eine Steigerung der Jobleistung, eine bessere Beziehung zu deinem Chef sind garantiert. Aber hallo, das wollen wir machen. Wirtschaftsbuch lesen. Das da, das haben wir schon. Können wir das jetzt verkaufen? Jo. Und schon sind wir wieder 60 Simoleons reicher. Schlafen, rumhängen und unaufhörlich gehen sind im Unterricht verboten. Ja, ja. Nachsitzen. Toll. So, Mist. Die Amalia möchte zusehen, wie Kenzie erfolgreich älter wird. Das dauert noch ein bisschen. Ich habe die Alterung ja ausgestellt. Kriegt sie wenigstens was zu essen in der Schule? Wenn sie schon nachsitzen muss? Ja, gut. Dann geht's beim nächsten Mal mit Nachsitzen weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.